was für eine ist das denn? Eine Kack-Map, die bei das erste Loch versaut mir direkt mal was. Sag mir nicht, dass es diese Chinesen-Map ist. Nein, ich habe keine Map genommen, die wir schon haben. Okay, die ist echt scheiße. Uff! Ja, ein paar. Du hast Pause. Okay. Ach so, alles klar. Ich auch ein paar, sehr schön. Aber ich habe doch Kollision angemacht. Ich habe das nicht so Gefühl, dass ich irgendjemanden getroffen habe. Ich auch nicht bisher. Vielleicht ist es bei den Custom-Maps irgendwie ein bisschen anders. Dann musst du halt wirklich, glaube ich, Leute manchmal treffen. Manchmal buggt's auch ein bisschen rum, dass du dann halt no Collision hast, so nach dem Motto. Ich glaube, am Anfang hast du immer keine Kollision. Logischerweise. Oh Gott! Ja, das habe ich versaut. Das ist schön geil. Ich bin da wieder am Anfang, oder was? Komm, roll noch ein Stück zurück, bitte, bitte. Nee. Falls erst los, wenn du weg bist. Oh nein! Dass ich dich dort nicht wegkollisionen konnte, fand ich irgendwie ein bisschen fies. Oh, Xeli. Jetzt hau mich nicht weg, ja? Sonst hau ich dich zurück. Ach, du bist ein Arsch! Du bist halt ein übelster Arsch! Also, geht das mit der Kollision, ja? Ja, das Xeli, geht. Du bist der Beste. Müssen wir aber ab jetzt anders spielen, ey. Nein! Wo fliege ich denn hin? Das war ein bisschen nicht so heftig, Robi. Aber Ben, das war gut, oder? Danke schön für den Hinweis, Chris. Ich hätte nie gemerkt, dass ich gerade so heftig war. Wolltest du gerade sagen, danke für den Chris-Hinweis? Lumi, bitte kick den Ben da runter, bitte! Lumi, das war zu heftig. Nein! Ich habe mir gedacht, mal schnell spielen, wenn hier wieder Ansagen kommen, dass ich hier runtergekickt werden soll. Oh. Das geschieht mir recht. Oh, das ist okay. Hallo! Der Geist hat übrigens, glaube ich, gar nichts. To Infinity and Beyond. Hallo, Ball. 9. Oh Gott. Das ist ein Zweier-Map. Ja, gut. Das Kicken hat mich vielleicht ein bisschen rausgebracht. Ich jetzt hier einfach ewig lange im Niemandsland weiterrolle, bevor der mich zurücksitzt. Okay. San, du bist ein Anti-Mate, ja? Bis eben mochte ich dich noch. Du hüpfst du am Anfang immer so. Jetzt finde ich dich nur noch ganz okay. Oh, das. Hallo, der spielt Part of Exile. Okay. Part of Exile-Spieler hassen sich niemals untereinander. Community ist klein genug. Da hat die Oma dich abgefangen. Das ist doch so geil. Bang, Headshot. Och, jetzt komm schon. Lumi und die perfekte Maß an Schwung finden. Ich wollte doch in den Settings nochmal nachgucken. So ist verpeilt. Kannst du jetzt noch einfach Escape und Option drücken? Ich finde das ganz gut. Ich kann nämlich in der Zwischenzeit meine Zigaretten für die Arbeit stopfen. Options, warte mal. Weil Mausspeed ist bei mir 1.0. Ey, ich spiele kein Anti-Mage. Der Hero ist oftmals nutzlos. Wie kommst du denn jetzt da drauf, Xan? Kaum also irgendwas mit Anti... Anti-Mate, hab ich gesagt. Genau, Anti-Mate. Ich habe nämlich auch erst Anti-Mage verstanden. Dann habe ich gedacht, hä? Alter, die Dota-Spieler. Ich hab's aber auch verstanden. Also warte mal, Maus ist jetzt bei mir bei 1.0. Was ist es denn bei euch? Ich hab nichts verändert. Maus ist bei mir auch bei 1.0. Hm. Könnte sogar hier auf... Könnte jetzt halt sogar hier auf sowas gehen. Jetzt. Fuck off. Oh, Moment, warum sind meine Hüte hier nicht drin? Das ist ja interessant. Komisch. Ach, jetzt komm schon. Wie viele Mal muss ich das jetzt noch machen, bis ich endlich raus bin? Schon. Du bist jetzt raus. Okay. Immer wenn man fragt. Danke, gnädiger Golfgott. Ich finde ja, du solltest irgendwie wenigstens Humpleman oder sowas pro Überpower machen. Aber nicht live on stream. Ja, ich mach's ja auch nicht live on stream. Ich tu meine Kamera nicht die ganze Zeit rumdrehen dafür, ja. Oh nö! Moment. Warum geht mein Licht eigentlich die ganze Zeit wieder aus? Machst du deins immer wieder an, Celi? Nö, ich hatte meins aus jetzt. Ach nee, ich hab meins die ganze Zeit. Ja, meins geht immer aus nach jeder Map. Ich bin durch. Das ist übrigens auf einer Harry Potter Map, ne? Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Oh fuck. Das ist süß. Ich bin gar ein Harry Potter Fan, von daher habe ich keine Ahnung. Guardian Leviosa. Oh nein. Nee, hier steht gerade Malfoy links neben uns. Ah ja. Steht auch irgendein Text. Ach komm schon. Düm, 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 düm.
Also wir haben auf jeden Fall eine Hexe hier dabei. Eine Hermeline. Boah, Mann! Oh, schön, dass das auf anderen passiert. Oh, Ben, das wird teuer, ne? Das weißt du. Du bist jetzt schon 7, 11 drüber. Hä? Hat's geschafft. Das war ein Finish. Ja. Mhm. Vielleicht muss ich da irgendwie Strecksprünge draus machen oder so, oder das aufteilen nach mehreren Runden. Oh, das sind unsichtbare Wände zwischen. So hüte er sich vor den Hüten. Okay. Tschüss, Felix. Das ist ja voll cool gemacht. Viel Erfolg. Ja, ich sag doch. Die Szene erkennst du auch, ja, sagst du? Ja, ja, das ist hier der sprechende Hut. Die ersten zwei Filme musste ich gucken und die ersten drei Bücher habe ich gelesen. Oh mein Gott, ich bin in Slytherin. Nein. Oh, scheiße, wir haben ja mit andutschen. Ich bin, wo bin ich denn? Ist das Slytherin? Ach nee, du weißt es noch nicht. Ah, okay. Aber ja, wir haben mit andutschen. Ich habe Lumi, glaube ich, gerade weggekickt, ne? Hallo, ich bin Ben. Auch hallo. So, where shall I put your oats? Bin ich gespannt. Was bin ich denn? Erstmal okay, Xeli wegdotzen. Das Blaue? Ravenclaw, Ravenclaw, sag's doch mal an. Ich bin Ravenclaw. Bin ich wollte aber zu Hufflepuff. Ich sehe mich auch eher an Hufflepuff, aber. Ja, ist Boogie. Sieht ihr eher an Hufflepuff? Die cool, Leute, in Hufflepuff. Schöne Grüße von Matze an Ben und Chris. Ha, oh, Matze, mein Stücki. Grüße zurück. So. Ach, so weit seid ihr schon, ja? Es kann man in One schaffen. Wenn man sich anguckt, wo das Ziel ist. Ich hab gerade versucht, die Abkürzung zu nehmen, aber das war doch. Oh, das war zu weit links. Schade. Hä, hey, was ist denn hier Sinn und Zweck? Was Moment. Das war keine Abkürzung. Du musst hinter Snape in den Dingens kommen. Und das hätte einfach stärker draufhauen sollen. Hey, ich bin im Ziel. Ich hab Abkürzung genommen. Der Chris ist auf Snape seinem Tisch gelandet. Hufflepuff sind doch die Lieben, oder? Die so ein bisschen rum sind. Sind ja, die, ja, die mit Herz umgehen, ja. Natürlich, ja, da gehörst du ganz gut hin. Moment. Penis. Moment mal, bin ich blöd? Ja. Ich bin richtig blöd. Ja. LOL. Wenn ich gesehen, dass da noch ein Teleporter ist. Oh Mann, bin ich kacke. Penis. Geschafft! Das hätte ich halt in zwei machen können. Oder in drei halt zumindest. Was ist nicht der Rest so? Boah, da, die Map habe ich komplett. Oh, Quidditch spielen! Sieht aber im ersten Moment nicht so schwer aus. Ja, triff mal. Okay, vergiss es. All in one, mein Freund. Chris hat das Gefühl. Okay, Lumi hat kein Gefühl. Für nichts und niemanden. Ich auch noch nicht. Das glaube ich nicht. Penis. Okay, das wäre gut gewesen, hätte ich die links oder rechts genommen. Der Chris auch noch andere Wörter kennt? Penis, Penis. Ich bin Penis. Pullermann? Also du kannst das locker in zwei machen, wenn du links runter gehst. Du kannst es locker in eins machen. Ich sehe den Unterschied da nicht, warum ich dort runtergehen sollte. Damit du nicht noch 10 Schüsse da brauchst. Da echt tiefenentspannt ist. Du rollst da runter. Und was habe ich denn davon? Ich habe doch trotzdem den Sprung, den ich machen muss. Ja, aber dann kannst du da volle Bude draufzimmern. Ah, deswegen. Och, Lumi, geh weg. Lumi, kick ihn! Hau ihn weg! Los. Hau ihn weg! Nein, da war ich schneller. Ich habe meine Lektion gelernt und das Leben bestraft mich trotzdem. Oh, und, ja, also ich glaube, die Liegestütze muss ich irgendwie aufteilen, weil so viel kann ich nicht mehr gut machen. Das sind nämlich Haufen Zweier- und Dreier-Maps. Ich kann ihn gerne holen. Du hast das gesagt, Ben. Du hast das gesagt. Ja, aber mehr als 20. Wer hat mich da jetzt weggegungst? Wer hat mich weggegungst? Wir haben uns gegenseitig weggegungst. Was ist das überhaupt für ein Wort? Ich gungst dich auch gleich mal. Oh, 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 oh. Nö, 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 nö. Nicht auf die gute Art und Weise. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hin muss. Okay, da ist ganz gut. Ah, ist ein Ziel. Ach so, du... okay. Ach du ja, Chris hat vor mir kapiert. Muss halt warten, es ist... Gar ach, geh doch weg! Du musst es passend timen, wenn das... Okay. Ich muss niemanden weg. Du bist böse! Ich glaube, ich hab sogar geholfen, oder? Nee, hab ich nicht.
Geh weg! Müssen wir dem jetzt lang? Nein! Ja, jawohl! Verdient. Da hoch. Wehe dir, Ben. Da kommt man doch gar nicht hoch. Doch, ne? Du musst das bloß timen, in dem Moment, wo das Ding wieder hochgeht. Oh, das habt ihr von timen gesprochen, okay. Genau. Deswegen habe ich den richtigen Aufsatz sogar, oder den richtigen Hut sogar momentan dafür. Saatrol. Nein, nein, berühr bitte nichts, ich will wieder oben sein. Du bist liegt das da außerhalb. Da ist nichts mit Berühren, sondern es geht darum, ob du dort liegen bleibst, wo man spielen darf. Ja, so meinte ich das. So meinte ich das. Wo bist denn du da gesprungen? So, aus dem Winkel komme ich da nicht mehr hin. Doch, gegen die Wand hin. Gegen die Wand. Ja, och, scheiße. Aber nicht so. Ohne Scheiß. Lumi, du hast Feingefühl von einem Stein. Hä? Bei mir war das Ding unten. Bei mir war das Ding unten und du fährst einfach durch? Ja, bei mir auch. Er würde sagen, Kaba. Ich bin da durchgeglitscht gerade. Nee, Lumi hat keine Gefühle. Ich meine, Lumi spielt Dota. Da muss man schon wieder abgestumpft sein. Ja, stimmt. Bitte was? Aber du spielst League of Legends und bist genauso doof. Bei League of Legends brauchst du viel weniger Gefühle bei den ganzen kleinen Kindern, mit denen das spielen muss, ich Idiot. Das ist ein geiles Drecksgame für einen. Chris, ja. Schnauze. Genau. Ich spiele mit mir immer League of Legends. Richtig Drecksgame sind das. So, League of Legends, Dota 2, CSGO, alles nur Kiddie für solche Hacker-Russen-Scheife, die du überhaupt nicht spielen kannst. Nee, League of Legends ist nicht Russen-verseucht, weil ich spiele auf dem West-Server, nicht auf dem North-East-Server. Okay, bei mir, irgendwie backt das. Lumi, du musst einfach nur vorne auf den Rand fallen. Du musst nicht gar nicht hinten raufknallen. Du musst nur ganz sachte auf das Ding drauf überhaupt. Ich mach ja sachte, aber die Kugel. Das ist nicht sachte, wenn du so gegenprallst. Wirklich sachte. Ja. Xander hat geschrieben, genau wie dieses komische iRacing. Auf dem Handgelenk raus. Xander, dafür bist du wieder ein bisschen gestiegen in meinem Respekt. Auch wenn der Mubu das gelöscht hat. Aber da darfst du halt nicht .com schreiben. Was hat er gesagt? Genauso dieses komische iRacing. iRacing habe ich noch nie in Russen gesehen, aber okay. Ich glaube, es ging nur darum, was ein doofes Spiel ist und was nicht. Okay. Das ist auch ein doofes Spiel. Hat auch schon sehr freundliche Russen. Beziehungsweise, es ist ja kein Spiel, das ist ja das Schöne. Es ist ja ein Hobby. Also, Ben, der war zu kurz. Ja. Okay, das zählt das Paar. Hä? Mhm. What? Ah, das war der Troll aus dem ersten Teil, den wir auf den Kopf hauen mussten. LOL. Oh, jetzt sind wir in der Mädchentoilette. Ja, wir sind bei der maulenden Myrte. Ich hau einfach mal rein. Okay. Nein. Irgendwie hab ich zu kräftig reingehauen. Gefühlt. Nur reinhauen nutzt halt nichts. Moment. Danke fürs Anschieben. Ich weiß nicht, irgendwie... Ach, da war Lumi wieder im Weg. Mensch, Lumi macht die mal nicht so dick. Das schießt du direkt von meiner Nase. Machst du mal, danke. Hallo. Ah, und uns ist es hier. Gesollt, verdammt. Oh, oh. Na gut, das war sehr zärtlich. Ich sammle noch ein paar Liegestützen. Yay! Doppelbummi. Ja, bei mir zeigt es nicht mehr an. Ich bin, ja, auf der bin ich, glaube ich, richtig kacke. Ja, Xeli ist schon 20 vor mir und Chris direkt dahinter. Oh, wir sind im verbotenen Wald. Mit dem fliegenden Auto. Ach, verdammt. Ich hätte es fast getroffen. Hallo, Lumi. Nein. Hallo, Chris. Nein. Nicht Lumi. Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit, weiterzumachen? Gibt es viele Möglichkeiten, glaube ich, weiterzumachen. Ja, tatsächlich. Das geht sogar gar nicht. Achso, und bei der Riesenspinne. Stimmt. Hat irgendjemand Angst vor Spinnen bei euch? Beim Aragog heißt er. Genau. Ja, ich habe sämtliche Bücher 4-mal gelesen. Nerd. Ich glaube, den Namen hätte ich irgendwie so auch noch zusammengekriegt. Oder nee, Aragorn. Aragorn als ein Nerd. Ich dachte mal, als Nerd braucht man auch noch wissenschaftliche Fähigkeiten. Yay! Penis. Weil es schön ist. Was, da steht ihr schon nebeneinander, nee. Und dann wird's wieder nichts. Wie soll man euch nur jemals kuppeln? Wir wollen nicht gekuppelt werden. Wer will hier wen kuppeln? Du und ich. Yay!
Warum sollten wir uns kuppeln? Übrigens, das Ding ist gut. In einem Hole-in-One möglich. Ja, mit Sicherheit ist es möglich, aber ich habe nicht gerafft, wie. Achso, doch, weil da gab es einen Looping rechts in der Seite. Genau, genau. Wenn du den nimmst, kommst du in einen Teleporter und von diesem Teleporter aus kommst du direkt zum Dings, ja. Achso, hier jetzt sind wir bei Tom Riddle. Achso, kann man das Schreckens nochmal jetzt. Sehr schön. Bin ich gemutet? Nö. Okay. Ich komme langsam ein bisschen durcheinander mit der Mute-Taste. Oh, hier gibt es ja interessante Ziele. Ha! Oh Scheiße, das war zu locker. Das ist ja interessant. Kann ich das? Nein, das kann ich nicht machen. Okay. War ein Versuch. Und ich wollte überhaupt nicht in die maulende Myrte reinhauen. Ich meine, diesen Geist, die triffst du eh nicht mehr. Nein, ah doch, ich hab's getroffen. Oh, das ist okay. Ich nehme das einfache Ziel. Boggy. Boggy. Ah lol, da hinten ist auch noch eins. Ja, es gibt zwei Ziele, eins unten und eins oben. Die Dementoren. Gefangene von Azkaban. Das ist nur im dritten Teil. Das ist natürlich jetzt mit Schubsen super, super scheiße, gell? Wieso? Nein, ich wollte den Chris weghauen. Wo ist denn eigentlich das Ziel? Da hinten links. Mal einfach rüberhauen, haut jetzt rüber. Jo, kann man einfach rüberhauen, bin ich der Meinung. Oh, nice. Ja, ich hab da ganz gut getroffen. Ich leg direkt ein Ziel. Kann man einfach rüberhauen. Naja. Ha, stimmt, das schaffst du nämlich nicht in Zweien. Das ist nämlich ein Zweier-Paarloch. Von. Stimmt, und ey, geil, wenn du da ankommst, kommt dann auf der. Stream von Nova. Hier ist auch der Patronus. Sie. Und Harry. Hier steht Harry rum. Wir haben hier wirklich ein Harry-Model eingebaut. Das ist gar nicht. Wenn der arme Xan, ja, muss jetzt bei mir den Sound hören und nicht bei dir, weil ich mich immer mute, wenn ich mit dem Chat rede. Ja und? Wo ist sonst das Problem? Würde er bei dir hören. Ansonsten würde er bei dir hören. Ja, bei mir kommt auch die bessere Musik. Was kommt denn bei dir für Musik? Deep House. Bei mir kommt die Ingame-Musik. Die habe ich schon die ganze Zeit nicht benutzt. Warum sind wir doof? Einfach so. Ich komme da einfach nicht drüber, ey. Ich fühle mich auf eine intellektuelle Weise angegangen, ja. Ich probier's nochmal und dann reden wir weiter. I-N-T-E-L-L-E-N-T. Okay. Internet. Lumi, Alpha. Lumi, du gehst ja nicht mehr in die Richtung des Ziels. Nein, ich wollte es jetzt auf der anderen Seite probieren, weil da auch ein Ziel ist und ich links nicht rüberkomme. Moment, wo ist noch ein Ziel? Wo sind hier zwei Ziele? Da ist noch ein Loch. Hä? Bist du auf der nächsten Bahn oder was? Nein, ach scheiße, da unten. Guck doch da unten, da hinten, unten. Sind tatsächlich noch Reste. Was? Nix, die fliegen Sachen in der Luft rum. Oh, hüpf darüber. Wo unten ist denn noch ein Ziel? Ich sehe keine Ahnung. Es gibt nur das eine. Ja, es gibt nur ein Ziel. Nein! Doch. Obwohl da ein Loch ist, ist es kein Ziel, ne? Warte mal. Ich sehe hier nur wirklich nur ein Ziel. Was ist denn das da oben? Ach, das ist nur ein Loch. Das ist nur, damit du dort liegen bleibst, damit du dann hier unten auf der Ebene gerade rüber skippen kannst. Also damit du da rüber knüppeln kannst. Dann ist das vielleicht einfacher. Ich komme nicht direkt. Ist auch einfacher da drüben, wenn du dort liegen bleibst, da drunter. Aber das ist trotzdem das gleiche Ziel. Du kannst auch recht viel gerade einfach nehmen. Ja. So wie ich. Einfach ist gut. Für Lumi ist nichts einfach. Die lenkt sich sogar unter die Holzplatte. Hätte was werden können. Ist nichts geworden. Oh, schade. Bisschen traurig bin ich ja da schon nicht. Ja, wie weit sind wir denn eigentlich lochtechnisch? Ach, schade. Aber wir hatten uns ja ausgemacht an Xan nochmal, dass wir uns immer muten, wenn wir mit unserem Chat reden, wenn es nur den Chat angeht. Weil das sonst ein bisschen zu chaotisch wird. Gerade auch mit Begrüßen und sowas wird es immer ein bisschen viel zwischendurch. Hoffnung! Ja, du wirst so liegen bleiben, jetzt musst du noch darüber. Hoffnung! Jetzt aber mit Gefühl. Nicht zu feste, nicht zu wenig. Schade. Schade, Schokolade. Noch ein? Komm schon, du schaffst das. Ich glaube an dich. Na! Lumi, wir brauchen das härter. Aber nicht zu hart.
Ja, Xan, aber das ist. Ja, das sieht sehr gut aus. Finally, ey. 14 Strokes. Es kann schon sein, dass man da manchmal irgendwas nicht mitkriegt, wenn man in allen Chats ist, aber das ist dann einfach so. So, gibt's wieder ein Hole-in-One, in dem man. Du kriegst ja auch nicht mit, was die anderen Leute in einem anderen Chat geschrieben haben. Genau. Also, dann braucht ihr zum Teil auch die Antworten dazu nicht mitkriegen. Weil nicht jeder benutzt diesen Multi-Chat-Ding. Genau. Oh Gott, das wird hart. Nope, das ist zu zärtlich. Oh, ein 2, mehr macht halt wirklich das Paar. Das Gute an der Map ist, dass wir alle unterschiedliche Wege nehmen. Das heißt, wir haben von diesem anderen Bild überhaupt gar keinen negativ oder positiv Effekt. Bitwaff. What? Och, komm. Dieser Baum macht mich fertig. Das ist eine Ausnahme. Hä? Wie bin ich denn jetzt durchgeglitscht? Ja, der Baum kommt noch. Ach, der Baum kommt noch. Ach, der Baum. Der Baum haut dich sonst so hin. Ich weiß gar nicht, in was für eine Richtung ich muss. Ach, scheiß drauf. Ich mach das jetzt so. Ich bin nicht unter dieser Ranke durchgefahren bisher, oder? Hä? Aber hier hört die Map einfach... Hallo, Lumi. Hä? Hey, was ist denn das? Du bist völlig verwirrt, wo ich jetzt hin muss. Da ist ein Ziel unterm Baum. Da, ich bin drin. Am Ende von der Bahn. Einfach der Bahn hinterher. Da kannst du nicht verfehlen. Ja, aber da hört die Map einfach auf. Nein. Am Fuß von dem Riesenbaum, da ist ein Ziel, wo die Bahn hingeht. Chris ist gerade rein. Ach, ich bin in die falsche Richtung unterwegs gewesen gerade. Du musst zum Baum. 3, 2, 1. Wir sind halt im Gefangenen von Azkaban und wir müssen den Baumknubbel da berühren und unter dem Baum rein. So weit habe ich nicht geguckt. Um nach Hogsmeade zu kommen. Gelesen. Sag du, die ersten zwei habe ich gezwungenermaßen gesehen. Fuck off. Und die ersten drei Bücher habe ich freiwillig gelesen. Moment, die ersten zwei hast du gezwungenermaßen gesehen und die ersten drei Bücher freiwillig gelesen. Ja. Richtig? Ja, dann kennst du das noch, den Knoten am Baum, um wie heißt es, peitschende Weide oder so, zu lähmen und dann da durchzukrabbeln. Das ist ewig her, ja, du, da war ich und dann kommst du bei der heulenden Hütte raus, wenn du den Durchgang nimmst unter der peitschenden Weide. Warning, Nerd Alert, Warning, Nerd das haben, Alert. Und das hat glaube ich, Dumbledore eingerichtet hier für den Werwolf-Tybi da. Fällt dann hier, boah. Der im dritten Teil auch der der Lehrer für Verteidigung gegen dunkle Künste ist. Lupin, oder? Ich mag den Baum nicht. Hey, du musst einfach bloß warten, bis die Hand weg ist, dann kannst du ganz normal durchspielen. Na, nicht mit so einem Mädchenschlag. Ich bin ein Mädchen! Genau, Remus Lupin, genau. Für Remus Lupin haben wir das eingerichtet. Du bist mehr Kerl als Anna. Mute ich mich dann einfach für Xan nicht mehr, damit Xan nicht weint. Oder in beiden Streams ist. Und dann sage ich aber vorher dazu, dass es an Xan geht. Also die Map finde ich grottendoof. Ich mag die eigentlich, aber die ist ein bisschen mit Lack verbunden, ja. Achso, jetzt sind wir hier am Ende vom vierten Teil direkt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hinter Voldemort ins Loch. Ach da. Oh, das war... Oh Gott, wir fliegen hier komisch, kann das sein? Gefühlt. Chris und 2. Jo. Oh, ich bin doof. Das kommt langsam richtig rein hier. Ja, der zieht uns jetzt hier ab. Haha, Lumi auch in 2. Ich nicht. Not even close. Not even close. Och komm. Oh Mann. Jetzt fängt das Spiel an, mich zu hassen. What? Ach komm schon. Geil. Ja. Geil. Ey, jetzt, Mann! Du darfst den Wellenzug nicht immer wiederholen, mein Freund. Ich spiele immer gegen eine andere, ja, gegen ein anderes Dingensbummens. Hä? What? Was war denn das? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin einfach rückwärts geflogen, anstatt vorwärts. Habe ich in die falsche Richtung gezielt? Ja, toll, jetzt bin ich wieder zu weit. Nee, ich habe in die richtige Richtung gezielt. Ich bin nicht ganz so doof, Lumi, ja? Mach mich nicht dümmer, als ich bin. Ach, oh, komm schon! Das ist ein Drecks. Aber an Intelligenz bist du auch nicht eben close. Ich stimme zu, es ist eine Drecksmap. Mhm.
auf einmal, wenn er nicht mehr spielen kann. Dann ist es der Drecksmap. Ja. Alle schaffen es in zwei, er nicht, es ist der Drecksmap. Ist es auch. Ja, voll die Drecksmap. Nichts mit Pünktchen zu tun, die Map, ne? Alle anderen schaffen. Aber warum ist ein Xeli noch im Spielen bei mir? Okay, also, ist bei mir auch noch dabei. Weil du irgendwie seine Kleinen machen musst, oder? Xeli? Warum hat er eine Spinne auf dem Kopf? Weil es sexy ist. Findest du Spinnen sexy? Nein. Ich finde Spinnen toll. Sagen wir mal so, Spinnen und ich haben ein Verhältnis, das besteht in gegenseitigem Ignorieren. Sprich, wenn du eine Spinne im Raum hast, lässt du die einfach da, bis die wieder rausgeht? Und es kommt auf an, was für eine Jahreszeit ist. Ich finde Spinnen auch toll unter meinem Schuh. Also wenn es Frühling ist oder Herbst, dann schmeiße ich sie raus, weil sie da draußen noch überleben kann. Wenn es Winter ist, lasse ich sie manchmal drinnen, weil es draußen kalt ist und sie erfrieren. Und wenn es Sommer ist, lasse ich sie manchmal drinnen, weil Spinnen Stechmücken essen und ich mag keine Stechmücken. Mal eine andere blöde Frage. Wenn im Winter die Spinne bei dir ist, dann muss sie ja irgendwo hergekommen sein, was dann doch schätzungsweise von draußen ist, oder nicht? Ja, die kommen ja, die zieht ja im Herbst immer rein. Die suchen sich ja Plätzchen zum Überwintern. Zum Glück jetzt nicht nur mir so bei der Map, sondern Xeli auch. Ich mag diese Map jetzt schon nicht. Ich zieh die jetzt auch einfach eiskalt durch. Das bei mir ging es genauso wie bei dir. Du musst aber trotzdem ruhig bleiben und zärtlich bleiben, ne? Spinnen sind... Nice. Ja, machen wir es doch einfach so. Nur zwei Schläge weniger als ich. Echt? Wow. Ja. Ich bin auch 100, dabei bleibe ich jetzt. Ja, jetzt will ich mal sehen, wie du 0 Schlägen 3 Bahnen machst. Ja, Ben. Ich lebe die Welt der Bugs und Glitches. Vorsicht! Eis. Und du kommst, du fliegst hinten raus. Was passiert dann, wenn man da hinten rausfliegt in den Schnee? Dann kommst du wieder an den Start. Hä? Nee, du brauchst genug Schwung, um wieder zurückzuprallen. Das ist der Trick oder dabei. Oder langsam genug, um da liegen zu bleiben. Muss man denn ab hier hin? Ich check's nicht. Du musst dann 90 Grad Winkel machen. Ich check's nicht. Na, hä, die Sprungschanze lang? Aha. Und wo dann hin? Ja, Moment eben, mal. Deswegen ja. Easy. Wo ist denn die Map? Die Map wird nicht angezeigt. Gibt's einen Teleport oder was? Nee, das ist eine unsichtbare. Unsichtbares Ziel. Ja, wegen diesem. In der Szene ist doch dieses fliegende Ding durch die Stadt, was sie jagen. Das erinnere mich. Daran erinnere ich mich nicht mehr, ne. Daran erinnere ich mich. Ich habe diese Winterszene geliebt. Oh. Hallo, Ben. Du müsstest einfach zwischendurch gerade. Hä? Ah, da! LOL! Wo geht's denn? Yo, also das Ziel sieht man schon, aber das ist halt kein klassisches Ziel, dadurch wird's nicht angezeigt, ja. Gibt nur diese Bereichsziel. Ja, du hättest da drauf. Da, auf die Bahn, dann hast du auch bleiben müssen. Ja, hätte ich's in der Hand gehabt, dann hätte ich's auch gemacht. Ach, jetzt komm schon. Ich weiß, dass du immer alles gerne in der Hand hast, aber es geht gerade nicht. Ew. So, ich hab noch 8 Minuten, bis ich los muss auf Arbeit und so. Mit anderen Worten, ich muss mich jetzt beeilen, oder was? Ja, mach mal hin. Und ich krieg's halt einfach für jedes Loch 17 Punkte, ha? Ich warte jetzt hier, dann werde ich nämlich nicht Letzte. Wow. Du kannst auch einfach die Wand hinter dir benutzen, um entgegenzuprallen, ne? Nur mal so. Ja, ist wahrscheinlich schlauer. Du musst nicht direkt spielen. Ja, das habe ich letzte Woche auch ganz gut hingekriegt. Ich habe nur gerade nicht dran gedacht. Das war aber auch nicht. Wow. Musst du den richtigen Winkel einschätzen. Könnt ihr jetzt fiese Sachen sagen, aber ich lasse das mal. Das wären ja so Stereotyp-Sachen. Moment, wo bist du gelandet? Und wie? Wie ist eine sehr sinnvolle Frage. Wo? Keine Ahnung. Jetzt Oh! Jetzt? Oh! Aha. Cool. Herz geschafft. Nice. Wozu die Hand im Normalfall doch den Mund freihändig? Klagsam. Achso, jetzt sind wir an Badea-Szene angekommen. Also wer alle die Harry Potter nicht gesehen haben, jetzt kommen Spoiler. Wo muss ich jetzt hin? Unten. Hinter Dumbledore Runda. Kann ich da durch? Ach, da geht's runter. Okay. Oh, das war zu zärtlich. Ja, dankeschön. Toll. Oh, Dumbledore steht doch im Weg rum.
Labrador geht weg, wenn man in seine Richtung rollt. Oh, wow. Oh, jetzt liegt er hier unten. Ist das nicht schon das Ziel? Ja. Okay. Hui! Xili ist wieder schon abgelenkt, glaube ich. So wird zu den 8 Minuten muss ich los. Xeli! Penis. Penis. Ich wollte gerade sagen, Xelis Penis wäre der naheliegende gewesen. Was? Du musst dran! Hau rein! Junge! Wenn du so bald los wirst, wird das nichts, wenn du hier die ganze Zeit immer 2 Minuten verplamperst, weil du nicht schlägst. Oh, das ist jetzt, ach, das ist übrigens auch das Symbol hier von dem... Ich glaube, keiner von uns ist so doof gelandet wie du. Ist das eigentlich das Harry Potter-Symbol oder hat das einen anderen Hintergrund, dieses Symbol? Dieser Kreis im Dreieck? Das ist das Symbol der Heiligtümer des Todes. Ah. Xan, da habe ich vorhin auch schon dran denken müssen. Xan sagt, Chris ist ein Pokémon, das nur seinen Namen sagen kann, also heißt seine Art Penis. Weil Chris aber mit der Penis zwischendurch ruft, habe ich vorhin auch schon dran denken müssen. Ein Pokémon namens Penis. Das kleine Grissimon. Penis? Penis? Penis. Penis. Heißt aber nicht Grissimon. Geschafft! Penis. Geschafft! Den 2, ey. Warum mach ich so viel? Wo bin ich hier und warum dauert das so lange? Können Sie mich bitte zurücksetzen? Da hinten hin. Ganz Ben. Hallo Lumi. Ben, Xeli, Chris, keine Ahnung, wer da ist, mir egal. Oh, ups. Chris war da. Und ich bin wieder zu unfähig. Und immer noch mein, bei mir die ganze Zeit. Och, Chris! Jetzt ernst. Kuscheln. Ey, das zählt alles? Die ganze Bereich zählt das Ziel? Was war das denn? Easy peasy. All was well. Das wäre nicht so schwierig, oder? No, irgendwie doch. Geradezu geht nämlich nicht. Hm, toll. Eine Zauberbarriere, ne? Ja, ich glaube. Aua! Nein! Oh, das war zu zärtlich. Warte, bis ich ausgerollt habe, dann könnt ihr mich wegkicken. Ey! Danke! Nein, doch nicht! Verdammt! So, weit schießen kann ich. Ich nicht. Geschafft. Nur weil mir einmal die Lumi im Weg stand und einmal das Ding. Da. Ich treffe immer dazwischen. Ding, genau der. Ich treffe immer dazwischen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe verdammt wenig Schwung genommen gehabt. Genau, Matze, der Pokémon muss dann auch aussehen wie ein Penis. Gibt's das nicht schon welche? Sie hüpfen aus wie so ein Hodensack. Wow. Das war zu viel, Ben. Mhm. Oder das war zu wenig. Nur wenn ich eine graue Badehose anhab, dann sehe ich aus wie ein Wal und dann kommt immer Greenpeace an und will mich ins Meer zurückschubsen. Jawohl, ihr habt gewonnen. Und nee, ich mach jetzt nicht 50 Liegestützen. Doch. Sorry, Leute. Du hast es gesagt. Aber 72, mein Lieber. Es sind 62. 62? Oder ne, stimmt, die sind 72, das ist vollkommen richtig. Wollte gerade sagen. Na dann, auf geht's, Ben.